So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine ganz neue Runde. Niegelnagelneu. HQM Sky Factory. Teil 2. Und bei mir mit dabei, der Klado. Hallo. So, und ich habe mir gedacht, ich habe das Ganze damals mit Klaus angefangen und ja, jetzt mache ich das halt mit Kalle. So, wie immer, das erste Buch, was wir nicht brauchen, ist World Domination und naja, Metroids and You behalte ich mal. Und wir haben natürlich ein Achievement Book. Übrigens, wundert euch nicht, da oben steht so eine Tagesangabe. Ich habe vor 1950 Minecraft-Tagen habe ich den Server erstellt, weil ursprünglich sollte dieses Let's Play, dieses, jenes, welches im Stream laufen. Und dann hat Klaus zu mir gesagt, so, ich höre auf. Und dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich ab, bis Kalle soweit ist. Ja, und nun ist Kalle soweit. Oh, ich habe mein Achievement-Book weggeschmissen, das ist nicht gut. Also, wir haben hier erstmal so, ne, dieses Inventar, da kriegen wir so ein bisschen XP und so weiter und, ja, Achievement-Book. Ich spaß mir euch, den Text vorzulesen. Ihr kennt das ja, glaube ich, noch aus Teil 1. Use a croc on leaves to get saplings and silkworms, make dirt und so weiter. Ich habe vergessen, ganz episch, mir den Timer zu stellen. Wait, what? Das ist schlecht. Ich würde sagen, ich stelle mir jetzt einfach mal pauschal ganz flugs, ganz schnell. Fang noch nicht wieder an, den Berg hier abzureißen, hätte ich fast gesagt. Wenn ich auf meinem iPhone das denn finde, wo haben wir es denn? Timer. Stelle ich den jetzt einfach mal auf 12 Minuten. Sollte reichen. So, gut. Ich fange jetzt an, hier den Berg abzureißen. Aber erstmal nur den ersten. Ne? Wir müssen jetzt ja halt hier erstmal ganz vorsichtig vorgehen. Yeah, Achievement. Arschleckenfeuerwerk, hab nur nicht getroffen. Yeah. So, wir brauchen aber das Womal Getting Wood. So, dann müssen wir einmal weghauen. Und dann würde ich sagen, machen wir aus dem Holz schon mal Planks. 8 Stück. Und aus 4 Planks machen wir natürlich hier so ein Crafting Table. Yeah. Und wir machen gleich eine Crafting Station draus. So. Aus dem Crafting Tisch oder auf dem Crafting Station Tisch machen wir aus den Dingern natürlich erstmal Sticks. Aus den Sticks machen wir einen Cock. Croc. Entschuldigung, habe ich mir schon wieder versprochen. So, Kalle, du darfst ja auch einen Cock da rausnehmen. Jo, wird gemacht. Mit dem Cock werden die Blätter weggeschlagen. Ich habe schon einen Zeppling. Und dann müssen wir gleich nochmal unsere Workbench hier wegschlagen. Weil dich wollen wir ja eigentlich schon gerne behalten, würde ich sagen, ne? So, der kleine, feine, krasse Unterschied zu dem berühmten Sky. Wie hieß das Vanilla-Ding nochmal? Skyblock, ja. Klado, mach mal den äußeren weg. Den äußeren Kranz, so dass wir einen Einerkranz um uns noch haben. Die fallen trotzdem. Mir ist nämlich auch gerade einer. So, jetzt müssen wir halt hier uns irgendwie... Du musst hier gleich irgendwie reinspringen oder so. Ja, dann kann man aber nicht mehr abbauen. Ja, deswegen sagte ich gleich. Ich beeile mich ja mit dem hier schon. Ich beeile mich, Klado. So, wir sind auf dem Dirtblock. Komm runter. Komm runter, Bolle. So, wir machen das natürlich ganz klassisch, wie wir das schon mal gemacht haben. Ich fange damit jetzt mal ganz locker an. Ne, so geht das schon mal nicht. So, wir haben ja das Ganze schon einmal gespielt. Durchgespielt, wie auch immer. Kalle, du kannst schon mal, wenn du möchtest... Ja, möchte mal. Du wirst ja sicherlich auch einen Sapling haben, ne? Leider nicht. Nee. Leider nicht, nein. Aber hier sind ja noch ein paar Blätter. Ja, dann machen wir die Blätter sind's weg. Ich werde hier unsere Plattform mal ein bisschen ausbauen. Weil, na ganz klar, wir brauchen auch hier eine Plattform. Und die falsch gesetzten, Alter, die werde ich erstmal noch nicht abreißen. Ja, weil besser ist das. Haben nichts raus. Ja, ich habe 2 Stück. So. Ja, jetzt können wir natürlich hier uns hinstellen und warten. Oder, wie in Sky Factory 1, twerken. Denn twerk mal los. Ah, yay. Yeah, gib it mir. Komm, gib mir den Baum. Gib mir den Baum. Alter, das Overlay ist richtig scheiße. Irgendwie will der nicht. Aber ich glaube, das hat bei Klaus und mir damals auch ziemlich lange gedauert, bis der erste Baum denn mal... Ja! Ah, da ist er doch.
Und wieder erstmal selbstverständlich mit dem alten Croc arbeiten. Ich habe schon wieder zwei, drei habe ich jetzt zusammen. Oh, und ich habe schon Abel. Weil das ist nämlich ja bekanntlich das nächste Problem. Weil was bringt uns das, wenn wir hier irgendwie locker, lustig, geckig die Saplings zwar kriegen, aber wir halt keine Nahrung dran bekommen. Yay. So, magst du den Baum mal zu Leibe rücken? Jo, ich habe sogar schon so ein Würmchen. Ein Würmchen? Ja, warte mal, wenn du so ein Würmchen hast, dann können wir, glaube ich, das Achievement-Book, ne? Use a croc on leaves to get a sapling and a silkworm. Ja, machen wir mal einen Haken rein. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir diese Inventarplätze hier freischalten können. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Denke ich mal einfach. So, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Quatsch war. Denn wir müssen natürlich erstmal unsere Plattform noch ein klein bisschen ausbauen, bevor wir irgendeinen anderen Schmuh machen. Kannst gerne schon mal anfangen mit der Twerkerei. So. Weil wir brauchen natürlich auch Holz. Holz, ganz viel Holz. Drei habe ich noch, wenn du brauchst. Ja, schmeiß mal rüber. Weil damit könnten wir eigentlich schon mal, glaube ich. Ich glaube. Da muss ich aber mal direkt gucken. Barrel machen. Ja, genau. Barrel. Barrel Barrelsen. Wo haben wir sie denn? Hier, Oak Barrel. Da muss ich nämlich einmal schauen, wie man die herstellt. Ich habe die schon sehr lange nicht mehr, ich würde sagen, benötigt. So. Dann brauchen wir einmal die Dinger hier. Und dann so krass und fertig ist die Barrel. Ja, wir haben nur das Problem, dass wir natürlich, dass ich vorhin natürlich den Regen ausschalten musste. Da hätten wir super schon mal Wasser gehabt. Aber gut, man kann nicht immer gewinnen, ne? Alter, aber ich muss sagen, den Croc haben sie ganz schön modifiziert. Weil früher hat der Croc meiner Meinung nach nicht so lange gehalten. Ah. Hier haben wir doch das Problem. Wundert mich schon die ganze Zeit, was das so laut ist. Also im Prinzip... War das nicht irgendwie sogar so? Ohne Wasser? Oh. Hast du noch welche? Saplings, 6 Stück. Ja, dann... Oh, Gott sei Dank. Ich musste ja eben gerade alle meine Saplings da reinballern. Das war jetzt nicht so kahl, Luca. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich auch schon mal eine Axt craften, ne? Ja. Denn, ich mach mal erstmal eine, ne? Jo. Ich denke mal, eine reicht jetzt so für den Anfang. So. Und so, ja, dann hau da mal. Genau. So viel habe ich da jetzt denn reingepackt. 87,5. Naja, twerken. Naja, ich hau den einen hier erstmal nochmal weg. So. Haben wir denn noch, ja, kommen wir da eigentlich in diese zweite Leiste rein irgendwie? Nö. Also entweder bin ich zu blöd dafür oder wir kommen da nicht rein. Während Claro hier natürlich ein bisschen den Arsch ihm entgegenstreckt, im Jennifer Lopez-Style. Ja, du hast einen fetten Arsch, Jen. Wo hast du deinen Kumpel Ben gelassen? Den Affleck-Ben. Boah, wenigstens habe ich vorher diese Einstellung überprüft, von wegen 5-mal drücken, ne, hier... Die Einrassfunktion. Genau, Einrassfunktion, so heißt es. Da habe ich vorher extra aufgepasst. So, ich denke mal, während du hier weiter twerkst, mache ich nochmal so ein paar, hier Verschönerungsarbeit. Ja, siehst du, da haben wir es doch schon. Gleich den nächsten das nächste Bäumchen. So, wir dürfen jetzt natürlich nicht alle Saplings da reindellern. Achso, ich habe hier übrigens eine Fackel. Die habe ich irgendwie gleich zu Anfang gehabt. Oh, das ist sie doof. Hattest du auch gleich zu Anfang eine Fackel? Ja, die habe ich auch gerade geplantet gehabt. Na, ich auch. Also, meine. Ich meine. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. In Sky Factory 1 gab es, glaube ich, gar keine Fackel zu Anfang. Bin ich ganz sicher. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Na, eine doppelte Verneinung. So, hauen sie einen Zeppling dahin. Und ich guck mal, was hier... So, der fängt an, hier zu kompostieren. Ich hätte schwören können, dass man da noch Wasser für braucht. Hm. Aber stimmt, doch, warte mal. Für einige Sachen brauchte man Wasser. Und für einige andere nicht. So, wenn wir hier eine Barrel haben und da schon anfangen rumzukompostieren. Ja, okay.
Ja, wir sind da noch nicht so ganz weit. Ich werde nochmal hier ein bisschen weiter ausbauen, weil wir müssen ja gleich noch hier irgendwie einen weiteren Dirtblock setzen und da einen Baum reinknallen und den müssen wir dann mit so einem Silkworm infizieren und wäre ja blöd, wenn hier alle Bäume dann irgendwie plötzlich mit Silkwürmern infiziert wären. Deswegen gehe ich da lieber ein bisschen auf Nummer sicher und gehe da vor allem auch ein bisschen weiter weg. Ah, verdammt. Oh, mein Croc ist kaputt. Dann bau dir einen neuen. Du wirst ja wohl wissen, wie. Ja. Ja, dann ist gut. So, ich habe noch ein bisschen Croc. Aber mir fällt da gerade was ein. Thema Croc und so weiter. Da gibt es doch bestimmt, bevor wieder irgendeiner fragt, woher ich diese Einstellung habe. Ach, hier ist sogar Draconic Evolution drin. Ender Utility. Kenne ich gar nicht, den Mod. In-Game Info. XML. Ah, da... Na, egal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt ausschalten. Inventory, Inventory Tweaks, ist klar. Mapwriter, das Scheißding, Movement, Multiplayer, Simple Jetpack, Streaming, TC, yada yada yada, da haben wir es ja. Den Wayne Miner. Wir werden uns natürlich den Wayne Miner auf die linke Shift-Taste mitdrücken. Weil Wayne Miner, der so nicht funktioniert. Das ist scheiße. Okay. Das hat mal so funktioniert. Das ist natürlich blöd. Movement, wo war's denn jetzt? Wo war's denn jetzt? Wo bist du denn? Wayne Miner. Reset. Jetzt muss ich einmal ganz vorsichtig aufpassen. Ja, okay, das funktioniert noch. Was hier? Das hau ich mir jetzt den Wayne Miner. So, einmal Dirt haben wir. Einmal Dirt haben wir. Wunderbar. Haken wir gleich im Buch ab. Haben wir gleich kompostiert. Ja, einmal kurz. Achso, ich habe die Axt. Warte, ich reiß einmal das Bäumchen ab. Dann kannst du da nämlich gleich schon mal den nächsten pflanzen. Und wir können das Ganze gleich nochmal ein bisschen erweitern. Ich habe... Der Timer ist nicht angegangen. Ja, lol. Wundere mich schon die ganze Zeit. Nee, der Timer läuft doch. Eine Minute noch. So, genau. Und dann hier machen wir mal einfach... Ach komm, was soll der Geiz? Na, obwohl... Na, ich bewahre mir mal 6 Stück auf. Also ich habe noch 10 von den Setzlingen. Nee, die Setzlinge, um die ging es gar nicht. Es ging mir gerade eher um die Slabs. Nicht, dass ich wieder so unglaublich viele Slabs baue. Weil wir werden dann ja auch irgendwann mal umsteigen auf Cobblestone und ähnliche Geschichten. Weil wenn sich da im Questbuch nichts verändert hat, dann müssen wir ja sowieso hier dickfett Cobblestone und so weiter, DSU voll dillern und ach, also ein Quatsch. Ich weiß nicht, inwiefern sich das zu Sky Factory 1 verändert hat. Wir lassen uns mal überraschen. So, Klado, dann kannst du eigentlich mal die Erde hier reinbuxieren oder wir machen das gleich bei dir im Video. Das ist da mir egal. Okay, hat er gemacht. Ja, die ist auch schon drin. Ja, dann hauen wir hier nochmal den nächsten Baum rein. Oh, und da hat die Folge hinter sich. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumtwerken und auch so ein bisschen weiter natürlich ein paar Bäume fällen und hast du nicht gesehen. Und ja, morgen geht's dann bei Klatto weiter auf dem Kanal. Tatsächlich, bei Kalle geht's weiter. Link natürlich bei mir in der Videobeschreibung und wo nicht überall. Na, und dann nicht vergessen, abonnieren und so weiter und natürlich auch Kalle abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein und tschüss. Ciao.